Da ich persönlich das mag, wenn Frauen im Intimbereich nicht rasiert sind, ja, ist mein Ernst. Nee. Das ist alles Horror. Einfach nur genauso Horror wie alles andere. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin wird tätowiert. Wir sind schon echt weit gekommen. Mal Update, machen wir Update. Wir haben den rechten Arm komplett die Outlines gezogen mittlerweile. Wir haben die Achseln gemacht, die Outlines gezogen. Beide Seiten. Wir haben heute angefangen mit dem linken Arm, sind damit auch schon fast fertig, kommt noch ein bisschen Details rein. Ansonsten hat sich am Rücken noch ein bisschen was verändert. Das zeige ich euch gleich nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Ich wurde so oft tätowiert die letzten Tage. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall tätowiert wurde. Ich weiß nur, dass mir alles juckt, alles brennt, alles wehtut. Oh, aber heute ist der letzte Tag erstmal. Dann haben wir erstmal, glaube ich, eine Woche Pause auf jeden Fall, weil der liebe Garung muss weg. Der ist in, bei einem anderen Tattoo-Studio ist der irgendwie als Artist gebucht. Aber egal. Ja. Interessiert auch keinen. Auf jeden Fall, wir gehen mal rein. Garung wartet schon. Da ist er. Der Chef. Hello. The Boss. Ja. Und dann machen wir weiter. Nehmen wir euch noch mit. Quatschen können wir später noch, weil Garung muss zum Zug. Und deswegen machen wir jetzt schnell. So. Das ist ja eine Frau hier auf meinem Arm. Ich zeige gleich nochmal alles vernünftig, wenn wir fertig sind, wenn wir hier komplett fertig sind. Und meine Frau, da ich persönlich das mag, wenn Frauen im Intimbereich nicht rasiert sind, ja, das ist mein Ernst, kommt meine Kleine hier auf dem Arm auch noch gleich eine Frisur geschnitzt. Der Arm ist eine sehr entspannte Stelle. Darüber bin ich echt dankbar nach den letzten Tagen, gerade die Achseln. Boah. Und viele von euch schreiben mir auch, alter Kevin, wie waren die Achseln so, boah, das muss doch total Horror sein. Nee, das ist alles Horror. Einfach nur genauso Horror wie alles andere. Also macht euch da nicht verrückt, wenn ihr das noch nicht habt. Es gibt so viele schmerzhafte Stellen und die schmerzhaften Stellen sind alle schmerzhaft. Und da ändert sich auch bei den Achseln nichts. Jetzt langsam wird es ein bisschen ätzend. Wir sind jetzt seit 4 Stunden schon dran und sein Tuchgewische geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber naja. Das ist nicht die Frisur, die er jetzt gerade macht, glaube ich. Ich glaube, das ist das Tattoo von meinem Tattoo. Also mein Tattoo hat ein Tattoo. Sauber jetzt. Mhm. Ah. Mein ganzer Körper juckt einfach. Ne? Das ist so unangenehm. Ich habe liebst die ganze Zeit kratzen. Überall so. Wieder das gute Tattoo-Med. Wenn ihr was von Tattoo-Med bestellen wollt, könnt ihr gerne machen. Mit dem Gutscheincode Kevin bekommt ihr bei Tattoo-Med fette 15% Rabatt. Hat statt hier in deiner Achsel wird dann wahrscheinlich eklig, oder? Zähle ich mir auch jetzt auf bis zum Schluss. Ja? Ja, das Schönste kommt, das Beste kommt zum Schluss. Okay, okay. So, du hast hier den Kopf. Die ist halt gefesselt, ne, so. Mhm. Und dann hast du hier das eine Bein, das geht hier lang. Und hier hast du das andere Bein. Ja. Und hier hast du die kleine Schnecke jetzt. Dann kriegen wir gleich, du musst gleich mal helfen beim Einkriegen. Direkt nach dem Stechen, dafür hast du das Tattoo-Finish, das Waschzeug. Und jetzt als kleinen Schutz After Tattoo Pro kommt jetzt auf die frisch gestochene Haut und dann ist da ein kleiner Schutzfilm drauf. Aber schön, sieht schon cool aus, ne? Ja, sieht echt heftig aus. Der Arm jetzt komplett fertig? Der rechte Arm ist fertig, ja. Wird halt noch, kommt halt noch bunt rein, ne? Was ich ganz vergessen habe. Hier hast du natürlich die Brüste auch, ne? Hier ist die eine Brust und hier ist die andere Brust. Wie nennen wir sie denn? Keine Ahnung. Ich bin für Sandy. Sandy. Mit S oder mit C? Mit SC. Sandy. Wie lange tätowiere ich jetzt? 2 Wochen oder so? Drei Wochen, ne? Ja, ja. Aber 3 Wochen sind schon. Guck mal, was wir in 3 Wochen krass, jetzt gemacht haben, ey. Ja, sobald der Bauch denn voll ist. Bauch wollten wir heute, aber haben wir nicht geschafft. Das war zu aufwendig heute. Mhm. Eigentlich wollten wir Bauch und die Brust fertig machen und den Bauch fertig schattieren, weil das hätte ich gern gehabt, dass ich das hier auch fertig habe. Ja. Aber ja, ist halt so. Mal nächstes Mal. Du musst Outlines noch stechen. Auf den Oberschenkeln ist auch noch mal ein Tag. Mhm. Oberschenkel fehlt hier noch. Ja, hier ja. Müssen die Outlines noch hin. Hier müssen die Outlines noch hin.
So, das war's. Ich habe mich in Schale geschmissen. Ja, mehr oder weniger. Ich habe mir was langes angezogen, obwohl wir 30 Grad draußen haben. Aber so ist wenigstens mein Arm ein bisschen geschützt. Ich mag diese Folie drauf. Mag ich nicht. Das After Tattoo Pro, das Zeug, das ist super. Weil das macht so einen natürlichen Schutzfilm da drauf. Ne? Deswegen habe ich mir das auch aufgeschmiert. Aber zusätzlich, wenn ich jetzt im Auto bin und die ganze Zeit da, das ist einfach nervig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder, wenn ich weiter tätowiert werde. Ciao.